Die Yakuza. Yakuza in Japan zu sagen, ist ein bisschen so, als würdet ihr in Hogwarts stehen und Voldemort sagen. Jetzt kommt die beste Stelle. Mann, das ist nicht mein Chakra. Und das natürlich aus gutem Grund, denn die Yakuza, wie viele von euch natürlich schon wissen, ist die japanische Mafia. Heute geht es nicht um die Bosozoku oder Chimpida, sondern es geht um die traditionelle japanische Yakuza, die traditionelle Mafia Japans. Und meinen intensiven und man könnte sagen häufigen Begegnungen mit ihnen in über 15 Jahren Japanreise. Dass die Yakuza natürlich extrem viel in Japan kontrollieren, was mit dem Untergrund zu tun hat, sprich Glücksspiel, Prostitution, Drogenhandel und so weiter und so fort, das ist natürlich irgendwie klar. Aber dabei haben sie sich irgendwie eine Form von Mythos erarbeitet, und zwar mit der Art und Weise, wie sie das tun. Nämlich ziemlich still und auf eine recht stilvolle Art und Weise, die auch immer wieder in Animes und ja, auch Mangas zu sehen ist. Ich denke, dass die meisten von euch, die von der Yakuza schon mal gehört haben, eher so ein positiven Eindruck von der Yakuza haben und auch irgendwie das Gefühl haben, es ist eine recht stylische Mafia. Die guten Jungs von der Yakuza sind aber nicht mehr so stark, wie sie es früher mal waren. Das Ganze hat sich ziemlich verändert, gerade in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich sagen, denn durch neue Gesetzgebung, Modernisierung im Land und auch durch den Zuwachs und die Erstarkung anderer Mafias, wie zum Beispiel aus Korea oder China, ist die Yakuza wirklich ziemlich eingeschrumpft. Während meiner vielen Abenteuerreisen in Japan in den letzten 15 Jahren bin ich immer mal wieder an Yakuza reingelaufen. Da war es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass diese mit einem sprechen. Denn zu der Zeit war man als Ausländer mit meiner Statur und meiner Optik eigentlich noch was recht Besonderes. Und selbst in Tokio, wenn man da am helllichten Tag irgendwo rumgelatscht ist, war es gar nicht so ungewöhnlich, dass ja generell Leute natürlich mit einem sprechen, aber auch Leute aus diesem Metier Interesse zeigen, mit einem zu reden, wenn man da natürlich auch offen für ist. Damals gab es natürlich noch keine Smartphones und es gab auch kein YouTube so richtig krass. Influencer und Internet generell war einfach noch nicht so ein krasses Ding. Und die Yakuza früher waren auch nicht wie heute so krass daran interessiert, sich in der Öffentlichkeit so zu zeigen. Heute sieht man natürlich viel von diesen Leuten auch bei YouTube. Teilweise haben sie eigene YouTube-Kanäle oder lassen sich von irgendwelchen großen YouTubern, die große Zahlen haben, für Klicks und Co. auch zeigen. Aber das sind nicht unbedingt die Yakuza, die ich kennengelernt habe. Und heute will ich euch von einem ganz speziellen Erlebnis berichten, um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, was meine Gefühle und meine persönliche Erfahrung mit den Yakuza war und ist. Speziell in meinem Leben gibt es vermutlich 2 oder 3 ganz prägnante Stories. Eine ist, wie ich an meine erste Tätowierung gekommen bin, damals in Kawasaki, aber das ist eine ganz andere Geschichte, die wir in einem anderen Video klären. Und die zweite Geschichte, die will ich euch heute mal erzählen. Die dritte behalte ich wahrscheinlich für mich selber. Die anderen Geschichten und anderen Begegnungen sind zwar auch interessant, aber sind eigentlich eher durchschnittlich, würde ich sagen, und reichen nicht unbedingt für eine YouTube-Episode. Ich habe meine Japan-Reisen damals ziemlich anders geplant, als die meisten Leute das machen. Ich habe mir meistens irgendeinen Spot mitten in der Wildnis rausgesucht und habe gesagt, okay, da will ich hin. Japan war auch damals einfach noch nicht so krass beliebt, wie es heute ist. Und man war eher so als Backpacker unterwegs oder als Abenteurer. Und so kam es, dass ich damals in Miyajima, was natürlich auch schon damals ziemlich berühmt war, mit dem Itsukushima Jinja, auch ja einer der schönsten Spots der Erde, wie man immer wieder liest, ja, habe mich dahin begeben. Und da gab es ein Hostel in der Nähe, genau gegenüber der Insel, was es heute so in der Form nicht mehr gibt. Das Hostel existiert zwar noch meiner Information nach, aber es gibt es nicht mehr so, wie es zu meiner Zeit war. Denn ihr müsst euch vorstellen, damals war das Ding ganz kleines Hostel, wirklich für so eine ganz bunte Mischung an Menschen, vorwiegend für richtige Backpacker und Abenteurer. Ich war damals 2 Wochen in dem Hostel stationiert, was wirklich extrem lang ist, und bis heute fragt mich jeder Mensch, was hast du so lange in Miyajima gemacht? Und ich frage die Leute immer, was hast du so lange dann nicht gemacht? Denn das ganze Ding war damals so ein kleines Ökosystem irgendwie, so ein ganz kleines organisches Teil, in dem die Leute, die in dem Hostel gearbeitet hatten, dieses ganze Ding im Grunde übernommen hatten. Klar gab es einen Owner, also es gab jemanden, der das ganze Haus besessen hat, aber der kam irgendwie nie vorbei, und da das Ding ja auch lief und der anscheinend auch genug Geld hatte, konnten die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, dieses ganze Ding im Grunde total von sich selbst heraus beherrschen, regulieren und einfach übernehmen. Und da diese Truppe eine ziemliche Partytruppe war, war dieses Hostel wirklich einmalig von den ganzen Vibes her. Und so kam es, dass ich ziemlich lange in dem Hostel untergekommen war, tatsächlich damals sogar von dort dann wieder zurück nach Tokio gefahren bin, und weil ich dann so einen Liebeskummer hatte, ja, weil ich mich teilweise wirklich in die Leute da verliebt habe, wieder zurückgefahren bin in das Hostel und weiter 2 Wochen dort verbracht habe. Das ganze Ding ist wirklich nochmal eine ganz eigene Geschichte. Wirklich tolle Erlebnisse dort gesammelt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Eines Tages kam es dazu, dass unter den interessanten Gästen ein junger Mann war, der ziemlich stark tätowiert war. Was so ein bisschen natürlich in Japan darauf hinweist, okay, vermutlich zu 99%, gerade in der damaligen Zeit, ist das jemand, der der Yakuza angehört. Und genau wie alle anderen Gäste auch, hatte der junge Mann sich da sozusagen im Hostel eingebucht. Das ist ein sehr kleines Hostel. Alles dumm
Sororities gewesen, in denen wir alle in einem Raum geschlafen haben, in mehreren Hochbetten. Und hat da so seinen Alltag gelebt, mehrere Tage, und war halt auch Teil dieser ganzen kleinen Mini-Aktion. Wir haben da jeden Tag ein Barbecue gemacht, wir waren da zusammen zelten und so weiter und so fort. Und so kam es natürlich dazu, dass er immer wieder mit uns, der Haupttruppe und den Leuten, die Lust hatten, immer wieder an diesen kleinen Veranstaltungen teilgenommen hat. Und dann ist man irgendwann natürlich auch ins Gespräch gekommen. Also es stand natürlich die große Frage im Raum, wer bist du und was machst du eigentlich hier? Und man muss wirklich sagen, dass der Typ von der ersten Minute all das, was man so aus Animes, Mangas kennt, was man schon mal über die Yakuza gehört hat, also über die traditionelle Yakuza, wirklich auch verkörpert hat. Also diese ganze Höflichkeit, dieses Zurückhaltende, das Stille, das Stylische, ja, dieses Coole, dieses Zurückgelehnte, das hat er wirklich alles verkörpert. Und deswegen war das vom ersten Moment an auch eigentlich überhaupt gar kein Problem, dass der da war. Das Ganze ging dann so weit, dass man sich über ein paar Tage mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, angefreundet hat. Ja, man hat natürlich täglich Zeit miteinander verbracht, schlief im selben Raum und hat die gleichen Ereignisse miteinander geteilt. Irgendwann kommt man sich natürlich zwangsläufig ziemlich nah. Und wir waren dann ziemlich regelmäßig im Supermarkt einkaufen, haben so dies und das gemacht als Truppe zusammen. Manchmal war ich mit ihm zu zweit, manchmal waren wir mit der ganzen Gruppe unterwegs, und das Ganze war wirklich ein sehr angenehmes Gefühl, ein sehr freundschaftliches Gefühl. Es gab auch nicht viel Distanz oder so. Es war wirklich ein interessanter Zustand. Dass ich mir in diesem Moment zu der Zeit damals überhaupt keinen Kopf gemacht habe, okay, sollte ich mit so jemandem abhängen oder was sind die Gefahren oder was macht dieser Mensch eigentlich? Ja, das kann man natürlich gegen mich aufbringen, aber ich sage euch ganz ehrlich, damals habe ich mir über so eine Sache keinen Kopf gemacht. Das Interessante war einfach nur dieses Mystische an der Person, dieses, könnte das sein, dass der vielleicht jemanden umgebracht hat? Wie krass gefährlich ist denn der? Aber dadurch, dass der auch so zugänglich war, kam gar nicht das Gefühl auf, dass man der Person gegenüber ablehnend sein wollte. Denn, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, war der wirklich extrem höflich, und diese Höflichkeit hat sich immer wieder in kleinsten Alltagssituationen gezeigt. Ihr müsst euch vorstellen, es ist total heftig, aber traditionelle Yakuza, ja, die traditionellen Leute, die wirklich diesen Kodexen nachgehen und jetzt nicht die Übelsten der Übelsten der Übelsten sind, wenn ihr eure Augen zumacht und den Leuten einfach nur zuhört, werdet ihr feststellen, dass die ziemlich genau wie jeder Durchschnittsjapaner ist. Und das ist eigentlich auch genau das, was mich damals so fasziniert hat. Ihr habt einen Menschen vor euch sitzen, der eigentlich einer mafiösen Struktur angehört, den man eigentlich anklagen könnte, weil man sagt, hey, du unterstützt ein System, was im Grunde nichts Gutes tut. Warum das so ist, müsste man auch erstmal hinterfragen. Das hat wahrscheinlich auch nochmal individuelle Gründe, aber Ausreden finden ist natürlich immer leicht. Aber in diesem Menschen vereint sich so viel, was ihr an Japanern mögt und was ihr auch heute im modernen Japan immer noch so krass findet. Diese ganze Höflichkeit, das Zurückhaltende, die Sprachmuster. Das ist alles im Grunde genauso wie bei einem normalen Durchschnittsjapaner, nur dass dieser Typ zusätzlich noch bei der Mafia ist. Und das ist irgendwie so ein wildes Ding, dass es in einem Alltagsgespräch irgendwann komplett untergeht, dass der Typ tätowiert ist, dass der Mafia angehört. Das geht einfach sofort unter, weil dieser Durchschnittsjapaner, der in diesem Menschen innewohnt, dann doch immer wieder zum Vorschein kommt. Und das ist faszinierend. Es kam dann dazu, dass wir über mehrere Tage auch auf Miyajima zelten waren, was ich euch im Grunde auch empfehlen kann. Es ist zwar nicht wirklich legal, also versucht es vielleicht, wenn überhaupt, wie ich, über einen Hostel zu machen, wo Leute das hosten, das Event, wo das vielleicht auch abgesprochen ist. Aber Miyajima ist eine krasse Insel. An der Stelle also auch nochmal eine Empfehlung, zur Nordseite der Insel zu gehen. Bitte mit dem Hinweis, dass ihr dort niemanden stört. Es gibt dort viel Privatgelände, was ihr nicht betreten dürft. Es gibt auf der Insel auch Gebiete mit Ruinen. Benehmt euch dort, wenn ihr diese Orte besucht. Versucht nicht aufzufallen, nichts dreckig zu machen und so weiter und so fort. Miyajima ist wirklich eine krasse Insel, die ich euch empfehlen kann. Und zwar nicht nur im Bereich des Itsukushima Jinja. Die Zeit, die ich mit den Jungs vom Hostel verbracht habe, war wirklich einmalig für mich. Extrem prägend und hat auch meine ganzen weiteren Japan-Reisen wirklich, muss ich sagen, prägend beeinflusst. Dieses Zusammentreffen mit dem Yakuza war auch eines der prägendsten, weil es natürlich über mehrere Tage ging und sehr intensiv war, weil man wirklich einen Lebensraum miteinander geteilt hat. Aus dieser kleinen Geschichte, die ich gerade erzählt habe, würde ich gerne so ein Mini-Fazit ziehen. Ich habe in den 15 Jahren, in denen ich in Japan reise, oder über 15 Jahren, viele, viele Begegnungen mit Yakuzan gehabt. Mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Und will natürlich voraussagen, dass mafiöse Strukturen an sich erstmal nichts Gutes haben. Es gibt hier in dieser Geschichte auch kein Aber dafür. Und ich werde mich auch auf keinerlei Ausreden, Argumentation für diese Leute einlassen. Die Yakuza, die mir begegnet sind und mit denen ich mehr oder weniger Zeit verbracht habe, waren allesamt extrem höflich und haben irgendwie diese ganz wilde Kombination von durchschnittsjapanische Freundlichkeit und Erziehung kombiniert mit diesem Mafia-Dasein. Und das ist irgendwie was ganz Wildes und Faszinierendes. Tatsächlich kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nur Positives wiedergeben, was sich irgendwie total widersprüchlich anhört, weil ich natürlich keinerlei schlechte Erfahrungen
Erfahrung mit diesen Leuten gemacht habe. Es gibt auch so eine schmutzige Unterklasse der Yakuza, die man Chimpi da nennt. Mit denen kann man auch mal aneinander geraten und das sind auch diese Stressmacher. Der Lebensraum der Yakuza ist heutzutage extrem eingeengt und natürlich auch bedroht durch äußeren Einfluss, wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, durch andere Mafias. Dementsprechend sind sie sehr eingeschrumpft und versuchen heute, glaube ich, auch viel über andere Wege wieder an Einfluss zu gelangen. Ich glaube, dass dieses ganze System, was sie sich mal ausgedacht haben, mega erschüttert ist und wirklich sehr unter den Entwicklungen der letzten 20 Jahre gelitten hat. Die Yakuza ist heutzutage wirklich nicht das, was sie mal war. Und trotzdem hält sich der Mythos hartnäckig. Ich selber denke über die Yakuza wirklich immer wieder mit ambivalenten Gefühlen nach, muss aber zugeben, dass ich am Ende des Tages, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, immer wieder fasziniert bin. Fasziniert auf eine Art und Weise, wie es wirklich schwer zu erklären ist. Ich würde sagen, mit einer gesunden Portion Abschreckung, aber trotzdem steht eine gewisse Faszination im Raum. Diese Faszination, die ich für die Yakuza dank meiner eigenen Erfahrung mit ihnen auch empfinde, ist wirklich, wie ich gesagt habe, eine sehr ambivalente. Nichtsdestotrotz liegt es, glaube ich, daran, dass ich ein sehr praxisorientierter Mensch bin und am Ende des Tages wahrscheinlich auch über diesen persönlichen Kontakt immer wieder versuche, mir diesen Mythos, den die Yakuza umgibt, aufzuklären. Nichtsdestotrotz habe ich das bis heute nicht geschafft und immer wieder, wenn ich solche Begegnungen habe, bleibt eine ungeklärte Dunkelheit zurück, wo ich sage, hä, das ist irgendwie alles merkwürdig. Am Ende des Tages kannst du unglaublich viele Bücher lesen. Du kannst alles in der Theorie nachlesen. Du kannst dich auch mit diesen Neuzeit-Yakuzern beschäftigen, die heute bei YouTube und Co. überall präsent sind. Aber irgendwie hat es nicht mehr den gleichen Spirit wie früher, muss ich sagen, wo das alles noch nicht da war. Der Noise, die Lautstärke noch nicht da war und die Yakuza wirklich versucht hat, so still zu bleiben wie möglich. Im Hintergrund agiert hat. Schon immer mit dem Feuer gespielt hat, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich bin froh, diese Erfahrungen gemacht zu haben und sie hier so ein bisschen zumindest mit euch teilen zu können. Wenn euch die ganze Sache hier gefällt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Erfahrungen mit den Jungs mal gemacht habt. Und lasst natürlich ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten wisst ihr Bescheid, Freunde. Macht's gut. Ciao.